Also endlich haben wir mal einen Porsche hier stehen, der ist genauso blau wie der Himmel über uns. Und damit Sie auch nachlesen können, wie dieser Blauton heißt, müssen Sie einfach nur hier auf dem Sweatshirt von Thomas Nathan nachschauen. Riviera Blau. Sag mal, hast du jetzt schon eine eigene Kollektion zu deinen Autos? Wir haben jetzt wir haben eine eigene Kollektion, die nennt sich Standing Pedals. Das alte Thema stehende Pedale hat ja 1996 bei Porsche aufgehört. Ja. Dann kamen die hängenden Pedale ab dem Modell Boxster und dann 97 und 996. Und wir haben das aufgegriffen, haben das auch geschützt und haben unser eigenes Label Standing Pedals, was auch online sichtbar ist, auf der de.com-Seite, wo man also sein Hoodie, seine Shirts, seine Caps bestellen kann. In allen möglichen Farben, sogar individual. Das heißt, man kann jeder seinen Farbenbereich machen, was er machen will. Wie in diesem Fall jetzt hier Riviera Blau, passend zum Auto. Alles ist möglich. Riviera Blau ist auch dieser Porsche 993 GT2. Jetzt haben wir hier gerade, wahrscheinlich völlig zufällig, noch eine Himmelsbildinstallation wie beim unsichtbaren Dritten. Habt ihr irgendwie Hitchcock geguckt vorher? Ja, Mitarbeiter Michael Jahns hat also Flugschein, macht also die wenigsten Kapriolen, wie man sieht, und hat also da auch mal ein bisschen Rauch abgelassen. Und gehört mit zum Ensemble, habe ich das Gefühl. Gehört mit zum Ensemble. Und mit einem wirklich großen Ensemble waren wir heute hier am Bilsterberg. Ja. Ich würde sagen, es waren so gute 20 Porsche hier. Sehr, sehr farbenfroh. Auch ein Ferrari F40 dabei. Ja. Das Ganze ganz, ganz bunt orchestriert. Vor 2 Jahren, kann ich mich erinnern, waren wir hier mit einem Auto. So, und haben gesagt, wir machen da mal was zusammen, ne? Jetzt ist das Ganze gewachsen, hat sich eigendynamisch entwickelt. Was war der Treiber? Was war die Motivation dazu? Also ich ich habe gefühlt, sag mal, 15, 18 Jahre kein eigenes luftgekühltes Auto gehabt. Ich habe natürlich alles im Haus, fahre natürlich viel, teste, Kunden machen, tun. Aber irgendwie war die neueste Generation ja immer plakativ da. Aber ich habe gesagt, ich muss eigentlich für mich ein luftgekühltes Auto haben, was unserem Haus entspricht. Und da haben die Mitarbeiter wirklich in 2 Jahren dieses Auto gebaut, gemeinschaftlich, eine richtige Firmenproduktion, wo sehr viel Innovation drin ist, wo ich sehr dankbar bin. Und heute war das erste größere Rollout mal auf der Strecke. Letztes Wochenende waren wir schon unterwegs mit dem Gipfeltreffen mit Porsche. Mhm. Und jetzt erstmal hier auf dem Track mal zu schauen, was da so am Track geht mit dem Auto. Und was geht da? Ja, man muss natürlich ehrlich sein. Alles, was man vorher gefahren hatte im Bereich neuere Fahrzeuge, 992 GT3 als letztes Modell, jetzt GT3 S 992, kann natürlich alles einfacher. Traktionskontrollen, diese Autos sind extrem hochwertig, toll gebaut. Jeder GT, der kam, war besser. Hier ist noch fast 30 Jahre alte Schule, keine Traktionskontrollen. Hier ist Ladedruck, hier haben wir Sturz auf der Achse, wir haben gutes Fahrwerk. Aber hier ist noch richtig Arbeit angesagt. Das heißt, ich bin auch echt geschwitzt jetzt nach den ganzen Runden, aber es hat viel Spaß gemacht. Das ist also halt körperlich anstrengend. Ja, viel man muss sich da viel mehr reinhängen. Absolut. Ja, man sieht den Radsturz sogar, wenn man hier drauf guckt. Wie viel Grad sind das? Wir haben vorne etwa 3 Grad negativ, damit wir wirklich auch kein Untersteuern haben. Wir haben natürlich viel Leistung auf der Hinterachse. Das heißt, ich tauche in die Kurve ein und habe somit vorne im Prinzip eine stabile Vorderachse und kann natürlich mit der kräftigen Hinterachse, wo wir auch viel Sturz drin haben, natürlich besser das Auto auf die Straße die Leistung bringen. Wie viel Leistung hat er denn? Großen Ladeluftkühler habe ich gesehen. Ja, also wir fahren jetzt mit 1,05 Bar Ladedruck und haben 612 PS. Moderat. Aber alles noch, wie gesagt, der Wagen hat 2.500 Kilometer runter, es war schon heute fast zu früh, aber es ist alles in Funktion, das heißt, in den Bergen haben wir schon viel getestet, es funktioniert alles, also man sieht, alles ist dicht, alles funktioniert, einige Kilometer heute gefahren. Jetzt kommt die Gretchenfrage, ist die Basis dieses Autos denn ein originaler GT2 oder ist das was man ein aufgebautes Auto nennt? Ich denke mal, dass heute, wer ein 993 GT2 sein eigen nennt, ein originales, in seltenen Fällen diesen Bereich bewegt. Weil die Autos liegen zwischen 700 und 900.000 Euro, Clubsport über 1 Million sogar. Das macht keinen Sinn, das ist eine Sammelleidenschaft. Das ist eine Basis, ein 993 Turbo der letzten Serie, 1998. Auto ohne Schiebedach gewesen, Polar Silber. Das war die Base für das Fahrzeug, was wir jetzt hier dementsprechend dann mit allen Details modifiziert haben. Sehr viele neue Teile drin, sehr viel entwickelt auch im Hause. Wo wir jetzt auch in der Serie drin sind, dass wir viele Dinge jetzt umsetzen. Zum Beispiel die elektrische Servolenkung haben wir jetzt mehrfach verbaut. Wir haben bei Michael Mauer jetzt ja verbaut, um nochmal Gewicht zu sparen, keine Flüssigkeit im Auto zu haben. Wir haben eine voll elektrische Klimaanlage vorne links im Rathaus. Das heißt Verbannung von allen Flüssigkeiten, die wir haben, Gewichtsreduktion, keine Probleme in dem Bereich. Viele, viele Ideen sind eingeflossen. Was wiegt das Auto denn? 1120 Kilo. Und hat es Alu-Türen? Ich durfte ja vorhin mal so ein bisschen an den Türen rumspielen. Das hat schon so verdächtig geknirscht, ne? Ja, also wir haben
Ich propagiere ja immer, dass ich großer Blechmann bin und nichts mit Kunststoff möglichst machen möchte, aber wir mussten schon mit Kunststoff arbeiten, mit Carbon, weil wir dementsprechend natürlich auf dieses Gewicht kommen wollten. Mhm. Wir haben mal so Carbontüren gebaut, man sieht aber nichts von außen, Spaltmaße, Farbe, Oberfläche, ja. Alles perfekt, sogar Scheibenrahmen mit Dünnglas, alles original, Schließanlage und so weiter, Kotflügel aus Kevlar, Carbon, Hauben, um auf dieses Gewicht zu kommen. Ja. Wow. Man kann einfach nur wow sagen, vor allen Dingen mit welcher Präsenz dieses Auto dasteht. Bist du denn damals so ein Fan gewesen der GT-BPR-Serie, als die Autos aktuell waren? Absolut. Ich habe also auch viele 1:18 Modelle, die also auch die ganzen Felbermeier-Geschichten, was da so früher war, aus der alten Geschichte, GTP vor dem Porsche Sports Cup, ja. Da bin ich 964 S, 903 S gefahren und da sind diese Autos ja in Le Mans gefahren, 96, 97, 98 ja. Und das war natürlich immer das Highlight-Thema. Aber waren das die großen Jungs, die Idole? Natürlich. Klar war das so. Ich durfte einmal in Frankreich damit zuschauen, in Le Mans, das war schon toll. Ja, das war halt noch... Die ganze BPR-Geschichte dann kam und so, das war noch eine tolle Zeit, ja. Kann man absolut so unterschreiben. Ich durfte das ja damals auch miterleben, 97 bis 2000. Ich habe in Le Mans sogar den allerletzten Einsatz eines GT2 miterlebt, mit Franz Konrad hier aus Gütersloh, genau. Der sein Auto 2000 noch eingesetzt hat. Was wird mit dem Auto jetzt geschehen? Das ist das neue Wahrzeichen deines Unternehmens, APK Design, oder was wird damit? Ja, also das Auto bleibt bei uns im Betrieb. Und wir haben vieles noch in der Austestung, wo wir vielleicht noch ein paar Sachen verändern. Das ist ein Betriebseigentum hier, die Geschichte, beziehungsweise mein Privateigentum, aber wir haben natürlich betriebliche Belange, die wir hier dann auch ausprobieren, testen, auch mit Kunden vielleicht mal gerade die Klima oder die Servo, so ein paar Sachen zu zeigen. Wir haben neue Sitzmobiliar drin, was Neues. Also habe ich gesehen, mit einem Pad-System, sieht sehr futuristisch aus. Genau. Ne? Man kann also sehr individuell seinen Körper anpassen an die Pads. Das sind also schon schöne, feine, neue Lösungen, wo man dementsprechend auch mal was zeigen kann für Kunden, die also bei uns Fahrzeuge bestellt haben. Wie viele Mitarbeiter haben an dem Auto denn mitgewirkt? Also im Grunde genommen ist es eine Teamleistung. Wir haben also insgesamt ja fast 25 Leute mit allen Gewerken, Karosseriebau, Lack, Getriebe, Motoren und so weiter. Und es waren eigentlich alle integriert in das Fahrzeug, im Bereich. Also Poldi hat das Ding eigentlich geleitet, aber hat natürlich immer zur Hilfe von den Kollegen, die da unterstützt und mitgeholfen haben. Aber er war am Ende ja verantwortlich dafür. Auch gerade vor dem Gipfeltreffen mit Porsche 2 Wochen intensive Arbeit, damit alles perfekt in den Bergen funktioniert. Und das hat es. 2 Dutzend Menschen für so ein Auto. Nimmst du das mit ins Auto, wenn du hier auf einen Bremspunkt zufährst? Ist das ein Thema für dich oder blendest du das aus? Nein, schaffe ich nicht mehr. Also früher konnte man das vielleicht eher, ich kann es nicht mehr ausblenden. Ich meine, meine Runde wird nie so richtig gut mehr werden, weil der Kopf ist immer, du denkst an dies, an jenes, an den Mitarbeiter. Ja. Morgen ist Montag, hoffentlich keine Krankmeldung. All solche Geschichten, die einen heute bewegen. Das heißt, der Kopf ist immer ein Stück weit blockiert. Aber trotzdem macht es natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ein paar Jungs konnte ich heute mitnehmen. Das zurückgeben, was sie gebaut haben, dass sie sagt, so, das habt ihr gebaut, das funktioniert. Das heißt, sie durften ein bisschen Renntaxi fahren, selber über die Strecke fahren? Sie sind mitgefahren im Prinzip, also dass man mal ein Gefühl dafür hat, was kann das Auto, ne? Was wurde da gebaut. Und die haben einen großen Moment miterlebt, genau um 14 Uhr. Da haben wir diese ganzen Porsche auf der Start- und Zielgeraden hier am Bilsterberg aufgestellt. Ja. Was war dein spontaner Gedanke, als da alle miteinander standen? Ich habe ja nun, glaube ich, schon einiges auf der Welt gesehen, aus dem luftgekühlten Bereich, auch in den USA viel Veranstaltungen. Aber das, was wir heute dann auch bei diesem Wetter, bei diesem malerischen Wetter auf dieser Startzielgeraden an Farben, wir haben natürlich auch durch die Hilfenahme von Olli Plöger und seinen Freunden um ihn rum, wo ja auch viele, viele verrückte Farben aus dem Farbkatalog bei waren, das war schon ein Highlight heute. Ja, ne? Von der Farbgebung her irre, tolle Autos, tolle Sachen, tolle Techniken. Und das ist alles, wenn man nochmal nachdenkt, 30 Jahre alt vom Prinzip her. Ja, und es sieht so frisch aus wie eh und je. Und ich glaube, es hat viele Menschen hier vor Ort begeistert. Ja, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch viel mehr Menschen begeistern würde, wenn es vielleicht noch ein paar mehr Autos werden als die 20, die heute hier am Bilsterberg am Platz gewesen sind. Schönen Dank, dass du dabei gewesen bist, das mitzugestalten. Ohne deine Mitwirkung wäre es nichts geworden. Und jetzt geht's auf eigener Achse mit dem Auto zurück nach Göttingen. Selbstverständlich, dazu ist es da. Das ist ein Fahrzeug und kein Stehzeug. Also nochmal eine schöne Heimfahrt über den Solligen vom Bilsterberg, also vom Teutoburger Wald dann zurück nach Niedersachsen, nach Göttingen. Herzlichen Dank, Thomas Nater. Vielen Dank.